Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, unserer zweiten Season. Morgrin's fire casts light in dark places. So, wir sind in Ket'Nuah angekommen. Once more through the gates, with more success this time, Und noch einmal durch die Tore, dieses Mal mit hoffentlich etwas mehr Erfolg. Ja, es ist zum Glück Tag. Und es gibt Schatten. Stand together. I'm here. Curses. Oh, da haben sie wieder mal auf Adolf abgesehen. Yes. Da liegt nichts rum. Okay. Quietly now. Ja, hier haben wir. Die Elemente haben dieser Falltübe zugesetzt. Wenn man an dem verrosteten Griff zieht, rasselt es nur. Laut und sonst passiert nichts. So, Flammenfäulnis. I shall be discreet. I'm here. Gut, das Tor hier ist ja kaputt, wie wir wissen. Ja, östlicher Wachturm ist im Eimer, da kommen wir nicht durch. Kommen entsprechend also auch noch nicht nach Trutzbucht weiter. Hey. I'm here. Ja, ihr Lichter. Yes. So, wir haben Idee zurück. I'll see what I can find. Leave our village. We've done nothing to you. Verschwinde aus unserem Dorf. Wir haben euch nichts getan. You can't do this. Geisterhafter Rauch wirbelt um dich herum. Zuerst kannst du außer dem Nebel nichts sehen. Allmählich aber erkennst du die verschrumpelte, gebeugte Gestalt eines alten Elfen. Sein Gesicht und seine knochigen Arme sind mit Farbe verschmiert. Das könnt ihr doch nicht machen. Er schüttelt seinen Kopf und spaltet die Worte förmlich entgegen. Zuhören. This is our village, our home. The Nine Claws have lived here almost 50 generations. We were here long before your kind brought war to our lands. You can't just burn it all. Das ist unser Dorf. Geht nach Hause. Die neuen Klauen haben hier seit fast 50 Generationen gelebt. Du kannst nicht erkennen, ob er wegen des Rauches blinzelt oder dich finster anblickt. Wir waren schon lange hier, bevor eure Art den Krieg in unsere Lande gebracht hat. Ein Husten lässt ihn erbeben. Das könnt ihr nicht einfach alles verbrennen. Have mercy, soldier! Our warriors have all gone! You can't burn us all because of them! Nach einer Pause zieht er sich zurück und starrt dich entsetzt an. Anscheinend eine Reaktion auf etwas, das du eigentlich gar nicht gesagt hast. An den Rändern seines Sichtfelds aber flackern illusorische Flammenzungen. Hab Gnade, Soldat. Alle unsere Krieger sind gegangen. Er hustet. Ihr könnt uns nicht alle ihretwegen verbrennen. Er greift nach dir und öffnet seinen Mund, um etwas zu sagen, aber statt Worten kommt nur eine heftige Hustenkette. Er fällt auf die Knie, erstarrt im dichter werdenden Rauch. Als du dich zurückziehst, wird dein Blick von Flammen eingenommen. Quietly now. Noch ein Irrlicht, noch ein Irrlicht. Yes? Ja!
Hello? Hello? So, wir gucken uns erstmal an der Oberfläche fertig um. Brave thou Gilad Gilead. Blast! I'm here. So. Im Unkraut sind Echsenhäute, Schenkelknochen und Zähne verschiedener Größen verstreut. In eine der Säulen wurden hunderte Kringel und Grate eingeritzt. Der Adra schimmert selbst unter einer Schicht Schmutz und Moos. Ja, das ist die Adra-Hand. I shall be discreet. Überall in diesen Holzkissen liegen verwickelte, dreht und gebrochene Zahnräder herum. Okay, hier müssen wir ein bisschen mehr raushauen. Lava Rubion Seek! Stand together! So. Gut. Let's see what lies this way. Also ja, die Kirche und die Schmiede haben wir schon mal entdeckt. Das war, glaube ich, unser Gemischtwarenhändler. Auf dieser Fensterbank sind zerfranste Seilstücke und ein paar Feuersteinsplitter. Mhm. Ich finde es eigentlich irgendwie doof, dass der Lok ständig auf Dings wechselt, auf Kampf. An diesem staubigen Fleckenland wächst nur Unkraut. Auf diesem staubigen Fleckenland. Die Hecken wachsen in struppigem von Unkraut und hohem Gras durchsetzten Haufen. Ja, das ist die hohe, unsere tolle Hecke. Oh, das sind viele. Wo ist das Phantom? Da ist das Phantom. Oh, Alof hat niedrige Lebenspunkte, weil er total flankiert ist gerade. Das ist nicht so schön. Okay, sollen sie sie alle mal umhauen? Das ist mir gerade lieber, als wenn sie noch mehr Schaden kriegen würden. I'm here. Nee, rasten will ich jetzt gerade noch nicht. Rasten werde ich, wenn ich die Dings, das Rasthaus, gesäubert habe. Kann ich ja da drin mal rasten. Gut.
Der saure Geruch von ranzigen Getreide und verdorbenen Früchten erfüllt die Luft. Der Tresen ist mit Stoffen verrosteten Utensilien bedeckt. Mhm. Wie sieht es eigentlich so mit immer noch 1000? Dann haben wir den nächsten Stufenaufstieg, jedenfalls für uns. Kanna ist mit 1250 am hinten, weitesten hinten. Die Regale ächzen unter dem Gewicht der Bücher. Viele der Bucheinbände sind stellenweise mit Schimmel bedeckt. Mhm. Die Überreste eines zerbrochenen Schmelztiegels, ein gesprungener Mörser und verschiedene zerschmetterte Flaschen und Ampullen sind mit Schwinnweben an den Tisch geheftet. Ja. Ah, die Leuchthöhle, so hieß unsere Unterkunft. Und ja, ich glaube, sie hatte sogar eine zweite Etage. In diesem Gebiet ist Campieren nicht erlaubt. Ja. Ratten wuscheln zwischen den gebrochenen Stufen umher. Okay. Das heißt, in der Leuchthöhle war gar nichts. Also ja, mehr können wir in Cat Noir gerade nicht aufdecken. Dann gehen wir mal hier rein. I shall be quiet as a calm sea. Clearly of a dearest. Nein, like their archways. Eindeutig idyllischer Macher. Torbögen mögen sie wirklich. So, da haben wir den Fluch des Jenwalds, was ein ziemlich gutes Schwert hier in dem Fall ist. Auch wenn es minus 3 Wille macht, aber es macht plus 2 Verfassung, plus 5 Genauigkeit gegen Geist. Und 25 Schaden gegen Geist. Hat erschlagen Geist schon drauf, hat plus 2 Verfassung, ist zuverlässig. Also solange wir hier sind... So, Schnellspeicherung erfolgreich. Ist das die Waffe unserer Wahl? Oh, die boxen mich ganz schön runter. Skelettkrieger. Lava will be on seek. Okay. Ach so, stimmt. Der kann noch mal aufstehen. Stimmt, habe ich ganz vergessen. So. Jetzt haben wir keine andere Wahl als zu rasten.
Also rasten wir hier mal. Okay, hier drin ist Rasten nicht erlaubt, also gehen wir raus und rasten direkt mit der Tür hinter uns. So. You know, there are accounts of watchers in all of the regions I've visited. If the adventuring life doesn't work out for you, you could always read souls for coin. Give people advice. Tell them which family they're related to and whom they should duel for past offenses.